Hallo, ich bin Carsten in Detmold und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Ich bin mal wieder in den Teutoburger Wald gefahren. Und zwar will ich mir hier ein paar Sachen anschauen. Und heute habe ich beschlossen, möchte ich mal zum Hermannsdenkmal gehen. Ich habe mich in Detmold einen Campingplatz eingemietet. Der liegt direkt am Hermannsweg. Ist für mich natürlich praktisch, weil da brauche ich gar nicht lange suchen. Brauche nur dem Hermannsweg zu folgen. Ja, wenn ihr Lust habt, kommt da einfach mit heute. Ja, das Wetter ist im Moment recht unbeständig. Deswegen habe ich auch einen Regenschirm heute dabei, weil es ist auch noch recht schwül dazu. Wenn ich dann noch eine Regenjacke anziehen würde, dann wäre ich genauso nass. Deswegen habe ich gedacht, ich nehme heute meinen Schirm mit. Ich bin ja vor ein paar Wochen den Eggeweg gegangen. Das ist ja quasi die Verlängerung des Hermannsweges. Ja, dieses Stück hier vom Hermannsweg, was ich gerade gehe, erinnert mich sehr stark auch an den Eggeweg. Auch hier so eine Forststraße durch den dichten Wald. Aber ist hier schön ruhig. Wow, was für ein toller Waldsee. Ja, ein paar hundert Meter weiter kommt man dann an einen weiteren Teich. Ich habe gerade eine, ich sag jetzt mal, Einheimische getroffen. Die sagt mir, das hier wäre der Krebsteich. Ach guck, hier gibt es mitten im Wald eine Kneippanlage zum Wassertreten, aber das mache ich heute nicht. Man merkt, dass man gleich beim Hermannsdenkmal sein muss, weil ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, wann die Höhenmeter kommen, weil der Hermann, der liegt ja ziemlich hoch und ja, kurz bevor man da ist, kommen sie. So langsam kommt man nach und nach immer ein Stückchen höher. Die Bäume werden weniger und lichter. Man kann gar nicht mehr so weit weg sein. Ja, da an der Kreuzung steht Hermannsdenkmal 900 Meter. Mich wundert es nur, dass ich von oben auf das Hermannsdenkmal scheinbar zum Laufen. Ja, das hat gerade auch nur getäuscht. Ging nur, weiß ich nicht, 50 Meter oder so bergab. Dann ging es wieder nach rechts in den Wald rein und direkt bergauf. Ja, man kann es gar nicht so genau sehen, zumindest nicht vom Weiten. Wir haben so schön eine Banktreppe gebaut.
Ja, da hinter mir ist jetzt das Hermannsdenkmal in Sicht. Mal gucken, ob ich da heute mal raufgehe. Schauen wir mal. Ja, und auch hier wird sogar gespart. Früher hat hier jemand im Kastenhäuschen gesessen und die Karten verkauft. Jetzt gibt es hier einen Automaten. Ja, dann werde ich da gleich mal hoch. Aber erst ziehe ich mir noch meine Jacke über. Ja, ist tierisch windig hier. Deswegen habe ich mir jetzt gerade noch mal eine dünne Jacke übergeschmissen. Weil ich habe schon ganz schön geschwitzt auf dem Weg hier hoch. Will mich ja nicht erkälten. Ja, hier im Fuße des Hermann gab es früher die Tickets zu kaufen. Jetzt bin ich oben. Ganz früher konnte man auch noch weiter hoch. Aber angeblich, ich weiß nicht, ob das so stimmt. Also ich habe mal gehört, dass da wohl ein paar Leute runtergesprungen sind. Und deswegen hat man dann von ganz oben zugemacht. Ja, in der Richtung sollte man eigentlich irgendwo die Porta Westfalica bei Minden sehen. Aber keine Chance. Also darüber ist Lemgo, ein bisschen weiter darüber ist Detmold. Hier runter Bad Salzuflen, Lage, Herford. Alter Schwede, hier geht's gut. Ganz schön windig hier. Da war schon nicht verkehrt, die Jacke anzuziehen. Aber ich denke, bin jetzt hier zweimal rumgegangen. Ich geh mal wieder runter. Unweit des Hermann-Denkmals steht hier ein 10 Meter langes rekonstruiertes Stück einer Wallanlage. Schon bevor der Hermann hier oben stand, gab es hier oben eine Burg. Auf dem Schild da vorne stand in vorrömischer Zeit, also schon lange, lange her. Und die war halt von dieser Ringwallanlage umgeben. Zurück will ich nicht den Hermannsweg gehen, oder zumindest nicht komplett den Hermannsweg. Auf kleinen Stücken muss ich doch. Ich habe mir vorher schon auf der Karte einen anderen Rückweg rausgesucht. Und mal gucken, ob man den so gehen kann, wie ich mir das gedacht habe. Also ich fasse es nicht. Jetzt komme ich auf meiner alternativen Strecke wirklich nicht weiter, weil hier eine Mountainbike-Strecke ist. Fußgänger verboten. Ja, jetzt könnte ich ja sagen, scheiß mal drauf. Die fahren ja schließlich auch immer da, wo ich laufe. Aber jetzt ist man hier schon mal so weit und macht extra eine Mountainbike-Strecke. Dann möchte ich das dann doch akzeptieren, auch wenn es mir jetzt gerade nicht in den Kram passt. Weil ich habe aber auch keine Lust, dass mir auf einmal einer mit einem Mountainbike von hinten in die Hacken fährt. Bringt mich auch nicht weiter. Ja, ich denke mal,
Ich werde dann jetzt doch den Hermannsweg, so wie er ist, zurücklaufen. Zumindest das erste Stück so gehen, wie ich gekommen bin. Beziehungsweise ich werde jetzt hier ein Stückchen abkürzen, bis ich dann wieder auf dem Hermannsweg bin. Muss ich halt akzeptieren, dass da für Fußgänger verboten ist. Ich meine, okay, wenn man schon einen Weg extra für Mountainbiker freigibt, dann, und man geht da zu Fuß rüber, dann muss man auch damit rechnen, dass einem irgendwann mal einer in die Hacken fährt. Weil scheinbar geht es da gut runter, so wie es aussah. Ist dann halt so. Habe ich vorher auf der Karte nicht gesehen, aber das Schild, das sah auch noch relativ neu aus. Denk mal, das wird auch noch nicht lange so sein. Ja, wenigstens hat sich das Wetter wieder gebessert. Denke mal, gleich kann ich die Jacke wieder ausziehen. So schön und doch so giftig. Ich konnte die Mountainbike-Strecke umgehen. Da hinten ist die Mountainbike-Strecke zu Ende. Hier wäre ich sonst auch rausgekommen. Bin jetzt von da gekommen. Da war ein kleiner Umweg, aber was soll's. Ich finde es ja generell gut, wenn es extra Wege für Mountainbikes gibt. Ja, der Mountainbike-Pfad, der ist ja von so einem Mountainbike-Verein da installiert. Sag mal, es wäre vielleicht eine gute Idee, wenn der Verein dann auch hingehen würde und sagen würde, okay, Fußgänger verboten, aber hier gibt es eine Umleitung. Weil wenn man da unvorbereitet hinkommt, dann kann das schon mal da doof enden, sag ich mal so. Weil normalerweise sollte man ja immer eine Karte dabei haben, aber man kann ja auch mal der Meinung sein, auch den Weg finde ich schon, ja, und dann stehst du da. Du kannst unter Umständen einen riesen Umweg gehen. Ich meine, jetzt war auch ein Umweg, aber war ja nicht so viel. Okay. Ups. Falsche Richtung. Ja, ich habe beschlossen, den Rest des Weges gehe ich dann tatsächlich so, wie ich gekommen bin. Ich habe keine Lust mehr auf böse Überraschungen. Zumal da vorne war gerade schon wieder ein Weg, der gesperrt war. Nur für Mountainbiker. Und das Wetter zieht sich auch gerade wieder zu. Und der Weg hier ist, glaube ich, auch ein bisschen kürzer. Passt mir dann aufgrund des Wetters ganz gut. Ich habe gerade festgestellt, dass ich die ganze Zeit vom Hermannsdenkmal bis jetzt eigentlich nur bergab gelaufen bin. Hat man auf dem Hinweg gar nicht so gemerkt, dass es dann nur die ganze Zeit bergauf ging. Schon interessant. Ja, jetzt kommt tatsächlich noch mal die Sonne raus. Das finde ich ja schön. Ja, bin wieder am Campingplatz zurück. Ziemlich genau 20 Kilometer. Ja, und es hätten eigentlich 17,7 Kilometer sein sollen. Ja, war doch schon ein bisschen Umweg da hinten.
wegen der Mountainbike-Strecke. Ich bin ja dann schlussendlich auch noch die kürzere Strecke zurückgelaufen. Das wären dann, schätze ich mal, sonst fast 24 gewesen. Ja, ich bin wieder am Campingplatz zurück. Da hinten steht mein Zelt. Ah, das Tarp hat den Wind nicht ganz überlebt. Aber das ist halt nicht schlimm. Kann ich ja gleich nochmal nachspannen. Da habe ich schon mitgerechnet, dass die eine oder andere Stange da jetzt rausgerutscht ist. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.